Live bei 19 Damage und zwar mit MIBR gegen den FaZe Clan. Wir sind bereit, wir sind ready und es geht auf Map Nummer 2. Der FaZe Clan liegt mit 1-0 hinten und das sieht nicht gut aus, weil wir wissen ganz genau, der FaZe Clan hat hier ordentlich eins auf die Backen bekommen. Jetzt geht's auf ihrer Map um die Wurst. Also geht's in BO3 oder gehen wir hier auf der zweiten Map raus? Und damit ist es hier natürlich jetzt die Möglichkeit für MIBR gegebenenfalls. Ja, vielleicht sogar den FaZe Clan mit 2-0 zu schlagen. Das müssen sie aber hier beweisen. Die Quoten eher etwas für MIBR ausgelegt. Liegt aber auch daran, dass sie halt auch die erste Map gewonnen haben. Aber FaZe Clan ist natürlich ein Team, was man nicht unterschätzen darf. So, dann heißt es für MIBR, die Runde wird vorbei sein. DevKit könnte man nochmal durchbringen für die nächste Runde. Also schlecht ist das nicht. Und die Smoke natürlich, aber das wird hier von Nico einfach umgerannt. So, schaut jemand mit mir Sharknado? 99 Damage vielleicht? Gerne. Also, eben hat Mipu gefragt, unser Projektleiter, meine Top-Katastrophenfilme, Volcano, Twister, Armageddon, Dante's Peak, Deep Impact, The Day After Tomorrow, Storm Hunters 2012 und Deepwater Horizon. Und ich schreibe, und er schreibt, kennt noch jemand welche, die sehenswert sind? Und Curry Carsten und meine Wenigkeit schreiben fast identisch drunter, ich ein paar Sekunden früher, Sharknado. Fand ich sehr lustig. So, auf jeden Fall. Zwei dumme, ein Gedanke. Ja, Sharknado ist einfach legendär. Jeder mag Sharknado. Einfach so ein richtiges Trash-Movie, das halt auch schon wieder dadurch sympathisch wird. Na? Jeder sollte wissen, dass man da kein AAA-Monster erwarten sollte, aber so für ein bisschen Popcorn ist das ganz lustig. Guter Trash halt, ne? Es gibt halt schlechten Trash und es gibt halt guten Trash. So, und hier der Aufbau von MIBR an den Pistolen erstmal. Ich würde sagen, kein Trash, weil die spielen das sehr passiv und warten natürlich drauf, dass der FaZe Clan irgendwo reinläuft. Und die gehen langsam nach vorne und versuchen eine Langkontrolle sich zu arbeiten. So, KNG da mit dem ersten Versuch. Damit hat man die Langkontrolle bekommen. Trotzdem warten zwei Leute im Pit. Es sind noch 24 Sekunden auf dem Ticker. Und die haben immer noch keine Pit-Kontrolle bei FaZe. Und das läuft hier gerade so ein bisschen aus der Hand. Klar, machbar für MIBR in der Situation, aber der wird ordentlich reingeschossen. Alter, was ein Headshot von Nico, was ein Backup von dem Spieler im Pit. Und in dem Fall war es Cold Zero. Den Kill hat er nicht bekommen, aber den Pit eingenommen. Hauptsächlich teilen sich das Kirby und Proki. Die haben ihren Soll hier erfüllt, aber MIBR versucht es halt wirklich auf Zeit runterzuspielen. Und am Ende ist es hier durch. Damit Fur und Fallen bringen nochmal die paar Pistolen, das bisschen Utility und die zwei Waffen durch. So, und damit MIBR mit 2-0 erstmal im Rückstand. So, der FaZe Clan startet diesmal auf der T-Seite und vielleicht kann man auch so ein bisschen jetzt natürlich hingehen und sagen, ja okay, wir versuchen uns jetzt natürlich ein Momentum aufzubauen, den Schneeball ins Rollen zu bringen. Damit natürlich dann auch zu arbeiten. Die große Frage ist, ob das natürlich funktioniert. Da hat MIBR natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Das dürfen wir nicht vergessen. Das müssen sie aber uns in der nächsten Runde zeigen. Hier ist es jetzt nochmal ein leichter dabei. Also nichts Großes, was man hier investiert. KNG hat sogar die Scout gedroppt bekommen. So, und wir haben erstmal einen Teamkill. Ist auch nicht verkehrt. Passiert natürlich mal, ne? So.
Also, oh, das ist schön, Mann. KNG und Föhr halten hier den Spot frei und die steht schon zu dritt bereit. Der FaceClan könnte jetzt voll in die Falle reinlaufen. So, Nico ist da, findet den ersten, da dreht man es nochmal weg. Die Granate macht trotzdem viel Schaden, Nico auf 54 HP. Und das wird natürlich jetzt echt eine Mammutaufgabe. Nico versucht den Kill hinten zu finden. Das Aiming natürlich bei ihm unglaublich gut, aber Föhr, der wartet schon. Der pustet ihm schon förmlich in den Nacken rein. Oh, die haben immer noch die Kontrolle, ey. Die haben immer noch ein ziemlich starkes Kreuzfeuer. Jetzt wurde der Spieler gesehen, jetzt hat er die Tension gezogen, die Smokes faden. Und sie warten halt drauf ab, dass MIBI irgendwo reinläuft. Und das passiert jetzt genau in dem Fall. Die warten ab, bis die Smokes faden und dann gehen sie nach vorne und suchen die Kills. Also besser kann es halt der FaceClan hier in dem Moment nicht spielen, weil die können nicht einfach auf den Spot drauf gasen und sagen, ja komm, wir holen jetzt mal die Kontrolle. Wir sind hier nicht im Matchmaking, sondern die warten halt wirklich ab und versuchen jeden Peak zu bestrafen, den MIBA versucht. Und MIBA macht das schlau. Der hintere Spieler zeigt sich fast gar nicht und das ist super stark gespielt von Fallen. Der spielt einfach auf Zeit runter. 17 Sekunden, jetzt haben sie immer noch das Kreuzfeuer. Trotzdem, das sieht nicht gut aus. Fallen auf Low HP, 11 noch. Oh, wie knapp, Alter. Fallen macht das so gut und dann ist die Absprache am Ende nicht perfekt gelaufen und der FaceClan spielt es hier halt am Ende echt noch runter. Nice Play. Wirklich von MIBA auf der anderen Seite. Ganz großes Kino von FaZe. Dass sie sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Unglaublich. Da sehen wir nochmal Proki. Spray. Und dann ist er fast noch damit der Spray-Control auf Fallen gelandet. Ja, es ist halt bitter, ne? Ist der Waffenvorteil. Schade. Hätte man MIBA gönnen können, weil die Runde halt wirklich sehr gut geöffnet wurde. Aber die Runde war teuer. So, erste Waffenrunde mit AWP in den Händen von KNG. Fallen geht erstmal auf die Rifle und den hat man alleine auf B abgestellt. Da ist natürlich die AWP alleine nicht die beste Wahl. Da hat man lieber eine Rifle, um natürlich auch so ein bisschen zu prefiren, besser die Winkel zu halten und natürlich auch gegen Push zu arbeiten. Und die AWP zumindest hier am Start erstmal Richtung Mitte und Richtung A arbeiten zu lassen, keine schlechte Idee. Boah, was eine Schelle von Rain. Also, da regnet es ein paar Köpfe und die erste Möglichkeit hier durchzubrechen, die ist damit gegeben. So, damit hat man jetzt die Möglichkeit, hier mit Fallen so viel Zeit wie möglich rauszuholen, dass irgendwie die Rotation über die Banane kommen kann. Wird aber auch hier instant abgefangen. Der FaceClan fängt an, die Partie fürs Erste in die Hand zu nehmen. Und das sieht gut aus. Es ist direkt ein 4:0, was man hier einsacken kann. Damit kann man auf jeden Fall auch erstmal arbeiten und MIBA muss hier safen. Fallen macht keinen Schaden, sonst wäre das vielleicht nochmal möglich gewesen, einen Retake über die Banane einzuleiten. Aber die beiden Kills waren genug, dass die Runde hier nicht mehr machbar ist. So, Jitko nicht gut geschlafen. Naja, es ist halt anstrengend, alleine 6 Stunden lang zu casten bei 35 Grad draußen. Ist halt nicht so mal Pappenstiel, ne? Ist ja nicht so, dass Caster keine mental anspruchsvolle Aufgabe ist und du auf alles aufpassen musst. Ist halt Kopfsache, ne? Kopfsachen sind anstrengend. Und bei 35 Grad ist das natürlich nicht so geil. Ne? Ist halt nicht wie auf dem englischen Cast, wo nach einem BO3 getauscht wird und wo du halt Duo-Cast hast durchgängig, sondern im deutschen Stream ist das ein bisschen anders, ne? Bisschen mehr. Und du musst alles machen. So, also. Es geht nach vorne. Mal gucken, was man da machen kann. Da hat man erstmal die Banane. So, 4:0.
So, und der FaZe Clan versucht natürlich hier den Raum, soweit es geht, jetzt nochmal neu aufzusetzen. Also, Rain ist gefallen, der musste sich im Haus verabschieden, ist ja auch so der klassische Spieler, den man immer wieder oben in den Apartments einsetzt. Und man versucht halt den Raum jetzt nochmal Richtung A hier anzuspielen, nachdem man eben auf Bananenkontrolle gegangen ist. Trotzdem, man ist im Nachteil und der FaZe Clan, der hat kaum noch Granaten. Also es reicht zwar für den Execute auf den A-Spot, aber man muss halt sehr kompakt arbeiten. Dafür sind halt die paar Granaten noch da. Molotov kann man erstmal austanzen und THK und Mage stehen halt im Kreuzer bereit. Den ersten kann man durchbrechen, damit ist Taco allein auf sie gestellt. Der müsste aber bekannt sein, wird aber hier nicht gecheckt und damit kann er noch einen Kill setzen und immer noch wie so eine Zecke im Pit rumgammeln. Und das ist natürlich super bitter und Taco lebt halt immer noch unten im Pit. Coolzera versucht das Ganze hier irgendwie nochmal gerade zu rücken, aber es ist eine 3 gegen 2 Situation. So, okay, G-Ape den Raum erstmal ab, wo ist der zweite Spieler, der wartet Richtung Apartments und man wartet Richtung Mitte. So, keine Ahnung, wo sich Brokey aufhält, aber der wartet halt und schaut einfach im Afterplan, dass die Bombe nicht defused wird. So, Taco findet die Information, Brokey ist da und sie spielen es einfach super gut auf Zeit runter. Jetzt wird defused, KNG, da wird der Schuss rausgebetet und die Bombe liegt offen. Die Bombe liegt nicht offen, das gibt's doch nicht, Mann. Warum liegt die Bombe nicht offen? Und wisst ihr wieso? Weil Taco und Pizzas. Und ich dachte, die Bombe liegt halt wirklich offen. Oh, super bitter, Alter. Fallen zieht da einfach nur durch und kriegt am Ende die Runde. So, ich sag nur VW-Gießerei. Ich würde sagen, das ist aber auch kein Job für mich, weil mir das einfach zu stumpf ist. Ich brauche Jobs, die mental im Kopf anstrengen. Ich könnte nie in der Fabrik arbeiten und ich könnte nie irgendwo im Bergwerk arbeiten. Ich weiß nicht. Ich habe schon mal in der Fabrik gearbeitet, als Student, und es war mega langweilig, Alter. Wirklich. Ich habe noch nie so einen langweiligen Job gemacht. Wirklich. Der war gut bezahlt, als Student, aber es war der langweiligste Job in meinem Leben. So. Also. Da wird gesaved. Man kommt durch Richtung B, findet die Öffnung. MIBA kann das nicht ummünzen. So, Arbeit ist immer langweilig, sonst wäre es keine Arbeit. Das ist nicht korrekt. Mein Job ist toll. Ich mag meinen Job. Und ich habe auch meinen Gastronomie-Job gemocht. Arbeiten muss Spaß machen, weil sonst kannst du dich nicht entfalten und nicht glücklich arbeiten. Der Job muss glücklich machen, weil sonst bist du unglücklich mit deinem Leben. Wer unglücklich mit seinem Job ist, muss überlegen, dass er vielleicht was anderes machen will. Meine Meinung. So, also, Runde ist nicht mehr machbar. MIBA muss die Runde hier abschreiben und am Ende zwei Waffen durchbringen. Sie versuchen halt nochmal ein bisschen Schaden zu machen. So. So, Yogi. Danke sehr für dein sehr konstruktives Feedback, aber ich weiß, wie ich meinen Job machen muss und ein bisschen Themen einzustreuen, die zum sozialen Kontakt gehören und vielleicht auch mal die anderen Leute anregt, vielleicht auch ein bisschen in die Diskussion einzusteigen, sind absolut in Ordnung. Aber so konstruktiv reinzuchatten, hol dir einen Kaffee, entspann dich ein bisschen, genieß den Tag. Ich weiß, es ist warm draußen, da schmelzen viele Gehirne direkt weg. So war es zumindest früher, ne? Wenn, sobald es warm draußen wurde, wurde die Menschheit bescheuert und schlecht gelaunt. Und ja, für viele ist das vielleicht auch einfach, dass man nicht glücklich mit seinem Job ist, ne? Und dann ist man unglücklich mit seinem Leben und muss es an anderen Leuten auslassen, ne? Ist meistens so. Ist wie ein Counter-Strike. Wenn Leute unglücklich mit ihrem Leben sind, flamen sie rein. So, also, schöner Boost hier von THK. Und mal gucken, was man damit machen kann. Molotov mit Doppelkontrolle ganz gut, aber THK wird davon natürlich nicht getroffen. Ne? Der ist da absolut geschützt, aber Rain, der sagt, naja, unten ist frei, check ich oben, macht nicht.
So, damit kriegen sie die Mittekontrolle, das ist schon mal sehr gut. Smoken den Bereich ab, damit können sie das Ganze soweit separieren. Aber das ist sehr schön, dass KNG versucht, direkt wieder die Information zu holen. Das heißt, KNG hat natürlich auch die Möglichkeit, hier in der Banane reinzupieken. Das gelingt ihm aber nicht. Er kann den Kill nicht setzen, zieht sich nochmal weiter zurück. Also, da lernt er natürlich von der Fallen-Schule, wie das läuft. Und das Backup ist da, aber die Smoke kommt gut rein. Also, der Faceclan hat die Utility. KNG kriegt das Backup. KNG muss hier überleben. KNG kann nochmal rauspflücken. Aber das ist hier zu wenig. Sie kriegen halt nicht den Vorteil gegenüber dem Faceclan. Oh, die Granate war nochmal gut. Also, ich habe nichts gesagt. 2-gegen-2 Situation. Und JW verschießt. Nein, also, 2-gegen-2 Situation. Wichtiges Duell, dass Rain hier eingehen muss. Sieht hier auch den guten Fallen. Ja, ist natürlich ein dickes Backup, was man hier aufbauen kann. Ein dicker Vorteil dadurch, dass es halt auch nur eine MP9 ist. Und damit ist es hier das 6:1. Also, der Faceclan kann direkt nach dieser Runde, die man eben sehr, sehr knapp verloren hat, dadurch, dass die Bombe auch sehr passiv geplant wurde, schafft es MIBA so ein bisschen, den Sprung in die Partie reinzusetzen. Aber am Ende schlägt der Faceclan wieder eiskalt zurück, kann Follow-up-Runde kaputt machen und jetzt MIBA wieder in diesen Geldstrudel reinziehen. So, also, MIBA hier auf der Suche nach der Möglichkeit, irgendwie in diese Partie reinzukommen. Also der Faceclan, muss man sagen, es sah nicht gut aus auf der CT-Seite. Das war katastrophal auf Drain, da wurde man wirklich gepunished, aber hier auf T-Seite, genau wie auf Drain-T-Seite, zeigt man auf jeden Fall die Stärke. Gutes Aiming, gutes Refrag-Verhalten, gute Raumkontrolle, da gibt man MIBA sehr wenig Chancen, bisher in die Partie reinzukommen. Und ja, das hat sich auch schon so ein bisschen tendenziell gezeigt, dass der Faceclan auch schon auf Drain eindeutig stärker auf der CT-Seite war, auf der T-Seite. Und auch hier sieht man, dass das Faceclan halt auch auf der T-Seite hier auf Inferno um einiges besser auftrumpft als auf der CT-Seite. Nur diesmal startet man mit der besseren Hälfte und das heißt, man kann sich natürlich ein gutes Momentum und ein bisschen Vorteil aufbauen. JITGO hat kein Favorite Team, der mag die, die gerade gut sind. Das ist nicht korrekt. Jeder weiß, ich mag Mouseboards. Jeder weiß, ich mag Astralis. Und jeder weiß, ich mag... Zumindest mochte ich mal Enz, weil Enz war immer sehr sympathisch, weil sie halt so diese Love-Story hatten. Aber hauptsächlich bin ich schon seit TSM-Zeiten immer mit diesem Astralis-Lineup verbunden, weil ich das Counter-Strike so mag. Ne? Von denen. Nee, Enz fand ich sehr, sehr sympathisch, weil das halt so das Team war, was halt sich wirklich von unten nach oben durchgekämpft hat. Mit unbekannten Spielern fand ich mega nice. So. Tja, aber wie gesagt, ich vertrete halt nicht jedes Team. Mouseboards ist für mich immer so schon so ein bisschen der Traditionssympathie, ne? Weil ich bin damals mit Mouseboards in 1.6 aufgewachsen und Astralis schon, oder wie gesagt davor, TSM war schon immer so vom Spielstil her, fand ich immer sehr beeindruckend. Von daher war es schon immer so TSM Astralis. Ansonsten, wen ich auch noch mag, ist Furia, weil ich beziehe mich da immer so ein bisschen auf den Spielstil. Ich mag den Furia-Fight immer. Furia mal spielt echt schönes Counter-Strike. Ist auch sehr schön anzuschauen. So, und auch der Faceclan ist schön anzuschauen gerade. Wir haben das Brasil, ne? Was eine Ironie. Gegen ein brasilianisches Team. So, und damit geht es hier erstmal für den Faceclan bei diesem 7:1 Brasil Never Forget in die Möglichkeit, das vielleicht sogar weiter auszubauen. So, für MIBA auf der Suche nach Runden geht es auch eher etwas passiver wieder auf B zur Sache. Also man hat auch sehr wenig Equipment, dass man da überhaupt gar keine Raumkontrolle durch die Banane aufbauen kann. So, da kriegt man den Kill nicht bei Kirby und verkackt da. Nico kann aber hier zumindest die Antwort setzen. Da muss Nico trotzdem ein bisschen aufpassen. Das ist sehr viel Schein. Der Molotov spreadet halt gefühlt durch jede Wand. So, und Pulsera, der hält das Backup ab, dass das überhaupt hier interagieren kann mit dem Faceclan bzw. mit den beiden Spotspielern. Aber trotzdem, THK nutzt nochmal die Gunst der Stunde
aber dass die AWP in den Händen von Proki zu stark. Er zurzeit auf 10 Kills auch gerade die absolute Maschine. Und dann kann Nico noch einen draufsetzen und damit beenden die beiden Superstars die Runde zum 8:1. Also sie können durchbrechen, nochmal schön von MIBA die Rotation ausgenutzt, also dass man da gut ausgeholfen hat. Sehr viel Zeit rausgeholt auch, aber am Ende schafft es MIBA nicht gegen Proki und gegen Nico diese 1-gegen-1 Duelle zu gewinnen. Ja, manchmal reicht es nicht. So. Also Freunde, das ist bisher auf jeden Fall super solide von FaZe gespielt. So, und man versucht jetzt mit ein bisschen Equipment, was man noch aufbringen kann. In der Runde natürlich kein wirklich großer Ball. Na, der war ordentlich von Fur. Kann man mal machen durch die Smoke. Versucht man natürlich das Beste aus der Runde rauszuholen. Irgendwo offensiv die Waffe einzusetzen. Und das wurde auch direkt belohnt mit einem 2K für den Furmeister. So, Proki. Na, der hat bisher auf jeden Fall an der AWP gezeigt, was er kann. Natürlich auch der FaZe Clan vielleicht noch so ein bisschen in der Findungsphase. Dadurch ist Kirby halt auch jetzt eine ganz neue Position einnehmen muss. Coldzera zeigt aber auf jeden Fall, dass sie Entry-Frag-technisch auf jeden Fall auf ganz hohem Niveau unterwegs sind. So, und dann gibt es ja auch einen Zugriff. Molotov kommt hin ins Dark rein. Coldzera hat auch diese Position auf dem Schirm und damit der B-Spot gefallen. Und die Gegenwehr von MIBA ist zumindest dank für eine 3-gegen-2 Situation. Also das ist wichtig, auch dass man hier am Ende zwar wieder einen Teamkill kassiert hat, ne? Aber Föhr hat hauptsächlich hier das Ganze aufgemacht, ne? Nächster Kill kommt rein, Coldzera passt hier aber auf. Also selbst wenn am Ende das Ganze hier mit dem Teamkill angetrieben wird, ist es immer noch Coldzera und das Kreuzfeuer steht bereit. Zack, Coldzera mit dem nächsten. Und dann kriegt er nicht das Ace, Proki klaut's und damit ist es 9:1. Also, manchmal hat man halt Blut geleckt und versucht hier einfach durchzurennen. Das ist am Ende, ja, nicht genug. So, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir gerne auf Twitter folgen, nämlich unter dem Handle Jitko. Wer da Bock drauf hat, ist herzlich eingeladen. Würde ich mich natürlich drüber freuen, wenn der eine oder andere auf Twitter ein Follow da lässt. Ich bedanke mich natürlich nochmal bei den ganz vielen Follows, die über die letzten Tage reinkamen. Und natürlich auch für den Support und schön, dass ihr hier seid. Und ja, jeder Follow auf Twitter ist natürlich willkommen und wird mir auch weiterhelfen. Und dafür gibt es dann Küsschen und 3 Daumen hoch von mir. Weil meinen dritten Daumen, den habe ich mir extra angenäht dafür. So, Instagram auch eine schöne Sache. Dürft ihr auch mal reinschauen. Sende ich manchmal Bilder rein und teile Stories. So, also. Zum Beispiel, wie ich rudere. Also, es ist der dickste Bait ever. Wie Jitko geht rudern. Ja, manchmal, auf dem Gerät. Und er macht Sport. Und das könnt ihr auf Instagram verfolgen. Krass, oder? So, also, die Eröffnung für den FaZe Clan diesmal nicht möglich. Rain versucht das Gleiche, was sie auch schon ein paar Runden davor versucht haben, wieder mit Kirby in Zusammenarbeit Richtung, ja, Archway das Ganze einzunehmen. Das klappt aber nur teilweise fürs Erste, aber die Antworten Richtung A-Spot können gesetzt werden. Und das heißt, sie kriegen den Eröffnungsskill Richtung lang und sie kriegen den Eröffnungsskill Richtung kurz und damit fällt der A-Spot hier zusammen und sie haben wieder eine 3-gegen-2 Situation. Also die Antwort kommt von vorne und das ist sehr, sehr gut. Broky versucht hier reinzugehen. Der ist super confident, Mann. Muss sich aber hier zurückziehen. Chance vertan. Man wartet halt nochmal ab. Dadurch, dass Coldzera sich auch nicht verraten hat. Sehr schön gemacht von TRK, da ist nämlich der Spieler im Pit. So, kann die Flash dodgen, Coldzera findet damit den Anschluss zu seinem Mate, kann den Spieler nicht Richtung kurz setzen und dann ist es TRK und Fur, die das Ganze dicht halten. Da merkt man einfach, wie wichtig halt der Spieler auch im Pit ist. Der Pit-Spieler ist auf Inferno mit die wichtigste Position. Da geht es nicht mal um Kills machen oder so, da geht es einfach nur ums Überleben. Ums blanke Überleben. So, Goldfuchs, vielen Dank für das Abo, mein Freund. Schön, dass du da bist. So, und herzlich willkommen an alle anderen Abonnenten, die heute hier fleißig
einen kleinen Obolus dagelassen haben. Danke sehr dafür. Und schön, dass ihr da seid. Also, die Ehrenratsche geht an euch. So, 2-9. Rain mit der nächsten Eröffnung über die Mitte. So, die Flashbang kommt da rein. Da wird Rain natürlich instant nach vorne geschickt. Ne? Der ist heiß wie Frittenfett. Der hat auch bisher, glaube ich, das größte Entry-Frag-Potenzial hier auf dem Server abrufen können. Wir schauen mal ganz kurz, wie viel Opening-Duelle hat er gemacht. 3 insgesamt. Also mit Kirby zusammen. Oder Kierby. Da am Ende wirklich die Top-Riege, wenn es darum geht. Und diese beiden, die die meisten Opening-Kills gemacht haben, die meisten Duelle auch im Plus sind, die sind noch am Leben. Also, der FaZe-Clan mit Kierby und oder Kierby und natürlich auch Coolzera jetzt auf der Suche, hier sich nochmal zu sammeln. Da müssen sie ja halt gegen einen Spieler kämpfen, das ist Papa Fallen. So, es geht auf den Spot drauf. Gucken, was man da machen kann. Ob Fallen hier die Runde beziehungsweise retakebar macht oder ob er vielleicht sogar die Runde entscheiden kann. Oder versagt. Bombe wird gelegt. Fallen traut sich raus. Nein, er geht zu stark. Zwei kriegt den Kill. 2-1 Situation, damit muss Kirby klatschen. Einer kommt über die Banane. Timing könnte gut sein. Aimt aber hier perfekt an. Sieht den Spieler. Aber hier den Kill nicht setzen. Jetzt kommt der Molotov rein und Fallen versucht einfach zu defusen. Na, das ist zu frech gespielt, aber er faked's an. Er faked's an. Und Fallen spielt das hier runter für sein Team, abwartend und wird dafür belohnt. Stark. So, ich bin sowieso, dass jeder Spieler seinen Gametag auf Liquipedia vorlesen sollte. Ja, also der schlimmste Name meiner Meinung nach ist Boomitsch, weil den kannst du halt als nicht-russischer Mitbürger oder der Krüllig kann, kannst du es nicht entziffern. Die meisten Leute lesen halt Boompla, Alter. Und dann noch eine 4 drin und das ist einfach der schrecklichste Name, weil du den nicht entziffern kannst. Da ist bei vielen, glaube ich, die den noch einen Namen lesen, ja, kannst du damit nichts anfangen einfach. Ne? Ganz schrecklich. Ey, da siehst du ein Fragezeichen bei vielen über dem Kopf. Ne? Ganz schlimm. Genau wie Somebody. Das ist auch so ein schrecklicher Nickname. Ne? Ist so ein chinesischer Spieler. Hat, glaube ich, bei Tai Lu mal gespielt oder spielt immer noch bei Tai Lu. Somebody. So. Nicht aussagend. So, und Zipex war bei vielen auch nicht sehr beliebt. Ist auch nicht lesbar. Obwohl der Name sehr cool ist eigentlich. Max Zipex. Ist ein geiler Name irgendwie. Aber irgendwie, wenn du die X9P9X liest, denkst du dir so, was? Wie heißt der? 79XY? Mathematische Formel? Danke. Also, es geht nach vorne. Coolzera. Genji auch hier gut am Start. Also, der Mann an der AWP versucht das Schlimmste nochmal zu verhindern, aber der Aufbau ist vorbei. Es ist nur der Fake in der Mitte. Und der Fake in der Mitte hat zumindest das so weit auseinandergezogen, dass MLBA nur Fallen auf dem Spot hat. First nochmal schnell genug da, sogar mit Flashbang. Die kommt in den Pool reingeflogen, die kommt aber nicht gut genug. Und wie man sieht, kommt sie nicht gut genug. Vielleicht wäre die Flash über das Dach besser gewesen in dem Moment. Aber man wollte da oder hat es ja so ein bisschen verzettelt. Und somit ist es für den FaZe-Clan die Eröffnung ohne große Gegenwehr. Und MIBA versagt hier bei Verteidigung des Spots und bleibt weiterhin auf 3 Runden. Zipex kann niemand Dupri aussprechen. So, was denkt ihr, was ist so, so der schlimmste Nickname, den es gibt? Also ein schlimmer Nickname ist im Deutschen zumindest ist mir, ne? Weil mir wird immer irgendwie komplett bescheuert beim Carsten rüber. So, mir hebt die Waffe auf, mir holt den Frag, denkt man immer, der Carsten spielt mit, ne? Ist auch super bescheuert. Somebody, wie gesagt, ist komplett, wie soll man sagen, komplett, ja, nichtssagend. Und was war noch? Ein doofer Nickname. Mir gefällt mir heute richtig gut. wer war noch? Was war noch so ein richtig doofer Nickname? Attacker, genau. Attacker war auch nicht so geil. Jitko ist richtig scheiße.
habe ich gehört. Dick Stacy ist halt, denkst du auch so als Außenstehender, what the fuck? Was, Dick Stacy? So. Also, weiter geht's. Es ist nur die AWP. Und damit ist es hier die Möglichkeit für MIBA, vielleicht jetzt auch mit dieser Doppeleröffnung vielleicht die Runde zu holen. So, meine Damen und Herren. MIBA nur an Pistolen. Es ist nochmal so ein Half-Buy in der 14. Runde, den man hier runterspielen will. So, und der scheint ganz gut zu laufen gerade. Man hat den Frag auf B bekommen, wo man zu aggressiv gespielt hat. Mit Utility konnte man gegengehen. Und man hat die Doppelshell in der Mitte kassiert. Einmal KNG, einmal THK mit der CZ. Also wo man wirklich sehr konsequent in der Mitte reingepiekt hat. So, man wartet ab. Ne? Hatten wir eben schon bei Face. Wenn sie im Nachteil sind, lassen sie sich halt sehr, sehr viel Zeit. Lassen die Gegner so ein bisschen in die Fehler oder bestraft so ein bisschen die Fehler. So, Motten. Wo spielt denn der nochmal? Aber das ist auch ein komischer Nickname. Wie spricht man den bitte aus? Motten. Ich finde Deadproof auch ein ganz schrecklicher Nickname. Der steht nämlich hier gerade an der Tür. Grüße gehen raus an Jens. So, also es geht nach vorne. So, Rain. Und dann machen sie es. Also sie haben da keine Chance. Ach ja. Grüße an ihn. Der ist schon abgehauen. Der ist weinend um die Ecke gegangen, weil ich sein Nickname geflamed habe. Na. Ja, aber das ist halt auch so ein bisschen das Problem bei Nicknames, dass sie in anderen Ländern auch anders ausgesprochen werden. Das ist ganz, ganz oft kommt das vor bei niederländischen Fußballern, dass die in den Niederlanden, jetzt sehen wir leider kein Bild, aber es ist eine actionlastige Runde. Und das ist eine sehr schöne animierte Trophy auf so einem Altar. Ich werde mich hinlegen und werde mir die Pulsadern aufschlitzen und werde mich opfern für diesen wunderschönen Pokal. Guck mal, das ist wie als würdest du gleich Gaben hinlegen, ne? So ein Opfer bringen. Ja. Sehr schöne Aufnahmen. Da sehen wir auch nochmal das MIBA-Line-Up, wie es halt die Azerbaijan Cologne unter dem Namen SK Gaming gewonnen hat. Ja, und da halt auch die Azerbaijan New York war das damals. Ne? Mit Zeus. Und Electronic und Simple. Und hier Team Liquid, die natürlich auch einmal die Trophy mitnehmen durften schon. Also das sind natürlich legendäre ESL One-Momente. Also, es wird defused. Nee. Bombe geht hoch, damit geht die Runde an den Face Clan. Und das war's. Wir gehen eine kurze Pause. Und mit diesen schönen Blicken aus Köln sind wir gleich wieder da. Bleibt dran, hier live auf 910 Damage.
Ja, hat uns der Masterplayer aber letztes Mal erklärt, warum das Spiel, ach, das Lied nur noch ohne Text gespielt wird. Sarah. Ja, aber andere Geschichte für einen anderen Tag. Es geht weiter, MIBA. Vier Runden. Vier Runden auf der CD-Seite. Das ist zu wenig. Und das nimmt gerade so ein bisschen aus, oder artet gerade so ein bisschen aus, wie wir es gesehen haben beim FaZe-Clan. Also der FaZe-Clan halt mit wirklich einem ziemlich starken Momentum jetzt hier unterwegs. Und das könnte halt hier sehr interessant werden. Mal gucken, ob MIBA vielleicht die Stärke auf der T-Seite jetzt nochmal angreifen kann. Sie kommen auf den Spot drauf. FaZe steht komplett bereit für einen Retake und die haben auch immer noch Equipment. Erster Spieler in der Ecke wird gesehen, zweiter ist bekannt, das heißt, sie haben immer noch das Kreuzfeuer. Suchen jetzt hier das Duell. Ray trifft mit Brokey zusammen und damit ist noch Taco. Einer am ersten Obst, Taco und Fallen können hier weiter gegenhalten. 2-gegen-2 Situation. Glock geht rein, Glock macht Fallen, holt die Runde. Was ein gutes 3K von Fallen. Da sieht sie einfach alle wie die Kartoffeln umgefallen. Und damit ist es hier die Runde für die Jungs von MIBA. Wer hätte es gedacht, aber man spielt es halt zeitlich wieder gut runter. Und am Ende kriegen wir hier eine Runde für MIBA und damit auch die Pistol Round. So. Also. Es geht für MIBA vielleicht hier auf die Aufholjagd. Aber meine persönliche Einschätzung ist, und ich glaube, das ist auch sehr realistisch, dass wir höchstwahrscheinlich auf eine dritte Map gehen werden. Also, bei dem aktuellen Stand sieht es sehr hart nach einer dritten Map aus. Könnt ihr mal auf die Quoten schauen. FaZe liegt auch jetzt wieder vorne nach der ersten guten Hälfte. Hat man eine Quote von 1,5 erreicht. MIBA geht auf 2,3. Das Ganze natürlich auch präsentiert von Betway, unserem offensichtlichen Coverage-Partner. Denkt aber dran, Glücksspiel kann süchtig machen und die Quoten passen sich natürlich auf betway.de auch an. Das sind nur Momentum oder Momentaufnahmen mit der Quote. Das heißt, die Quote ändert sich natürlich stetig, weil es eine Live-Quote ist. Denkt dran, weil wir zeigen nur die Quote, die gerade gecashed wird. So, Quoten können abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr. Wie beim Lotto, meine Freunde. Alles präsentiert von Jitkos Betting Service. Schickt Geld, macht kein Auge. So, es geht nach vorne. Banane geht's rein, offensiv kompakt. Aber da wird gut abgefangen und THK, der geht ein bisschen auf die Farm Jagd. Ne? Ein bisschen mit dem Mähdrescher einfach mal drüber fahren. So, Abfall. Ohne Gewehr. So, ich hatte mal so einen Mate, der hat nicht Gewehr gelesen, wie Gewehren, ne, sondern hat was gelesen wie Gewehr, ne. Denkt so, ja, was hat das denn Lotto mit Gewehren zu tun? Ich so, Bruder, da steht Gewehr. Ja, da ist manchmal Brain AFK. So. Ja, ich weiß, der Jitko hängt nur mit intelligenten Leuten rum, ne? Aber so der Klassiker. Safe Call, ihr habt einen Mate, der es auch schon gedacht hat. Ich sag's euch. So, also, es geht über die Mitte. MIBA, natürlich auf der Suche nach der nächsten Antwort. Und es ist ein 7:11, also sie holen weiter auf. Und, ja, die Eröffnung, die wird hier gegen die erste Waffenrunde von dem FaZe-Clan natürlich gesucht. Sie lassen ihnen sehr viel Raum. Also, ich würde es gerne auf der Map einzeichnen, geht aber hier natürlich auf dem Clean Feed nicht. Sie haben ein super passives Setup Richtung lang aufgebaut. Also schon eher knallhart auf dicke Rotation Richtung B.
So, jetzt muss langsam die Position gewechselt werden. Der ist noch pünktlich da, um Richtung Library das Kreuzfeuer einigermaßen aufrechtzuerhalten und zumindest eine Flanke freizuhalten. Er kann sogar einigermaßen mit rein aimen und Rain kriegt sogar den Doppelkill aus dem Pit. Oh, das ist super gut, Mann. Ey, da ist eine Gap und Fur muss es hier regeln. So, Brokey wartet mit der AWP Richtung Side. 14 Kills auf seinem Konto, ADR von 75, halt, hat super viel Impact mit der AWP gehabt und dann findet KNG die Lücke. Und das heißt, die beiden Spieler müssen jetzt hier irgendwie eingreifen. Kirby, der ist durch. Und Kirby kann es hier nicht machen, damit liegt es in den Händen von Nico. So, einer ist oben bekannt. Die stehen aber im Kreuzfeuer doch ziemlich solide bereit. Nico versucht jetzt nochmal irgendwie einen der beiden Spieler irgendwie raus zu kitzeln. Den ersten kriegt er und Fur auf 11 HP, Nico auf 20. Und das sind genug Schüsse im Magazin, dass Nico hier abreagiert und damit die nächste Runde für den FaZe-Clan klar macht. Und damit ist es hier das 12-7. AWP kann mitgenommen werden und damit wird die Bombe defused. So, also, wunderbar gemacht am Ende. Ist natürlich auch das Risiko, du willst gegen Nico eigentlich kein Duell eingehen, weil Nico eigentlich genau hier super stark ist. Also er versucht halt genau die Position zu halten und vielleicht auch genau den Winkel auszunutzen, aber das hat am Ende nicht funktioniert. Also... Greenzone könnte ja extremst als Caster anfangen. Die haben reingepiekt, wie dein neugieriger Nachbar, den merke ich mir. Props gehen raus an dich. Copyright setzen wir hinten dran. Finde ich sehr gut. Gefällt mir. So, also. Brokey. Mit der nächsten Antwort, die man setzen muss. Er gefällt mir gut an der AWP. Also Brokey mit unter anderem wirklich sich so krass etabliert beim FaZe-Clan. Es wäre sehr traurig, wenn er irgendwann das lieben würde. Sarah, Brokey, why are you leaving me? Naja, das wäre sehr traurig. Also Brokey entwickelt sich halt grandios, muss man sagen. Wirklich. So, es ist eine 3 gegen 5 Situation und Brokey, wie gesagt, hat die Banane erstmal zappeduster gemacht. So, und es geht auch nach vorne. Smokes kommen rein. MIBA versucht nochmal irgendwie durch die Smoke sich zu schlängeln. Sehr interessant. Die denken vielleicht, okay, die contacten jetzt Richtung kurz durch, aber guckt euch das an, Alter. Die sind richtig im Agentenmodus unterwegs. Sam Fischer wäre stolz drauf. Und guckt ja an, wo Taco steht, Alter. So, Granate kommt rein. Und sie kriegen ihn nicht. Nein! Das gibt's doch nicht! Was ist das denn bitte? So, nächster Pitch liegt zu. 1 gegen 3 Situation. Wie gut ist das? Da geht auf die Zeit runter. Wie gut ist das bitte von MIBA gespielt? Und dann, ja, ist es weg. Dann ist es auf einmal weg. Also es war wirklich geil gespielt, aber stark nachgelassen, Mann. Stark nachgelassen. Schade, Mann. So, schön gemacht, aber von Brokey. So, geht's nochmal nach vorne. So, sehr stark. Schön durch die Wand geholt. Sam Fischer bei Rainbow Six Siege als neuer Operator. Im Ernst jetzt? Oh, da muss ich gleich mal die Rainbow Six Caster drüben fragen. Ob man den auch so spielen kann wie Sam Fischer. So, 7-13. Ich muss sagen, einer meiner Lieblingsspiele, die ich jemals durchgespielt habe, war der zweite Teil von Splinter Cell. Pandora Tomorrow hieß der. Und der hatte so einen geilen Multiplayer, wo du so Agenten spielen konntest und so Söldner. Geiles Spiel auf jeden Fall. Haben wir auch auf LAN gespielt immer. Ich glaube, es war 4 gegen 4 oder so. Es war sensationell. Geiles Spiel auf jeden Fall. Und es hat einen Koop-Modus gehabt. Ich fand Splinter Cell im Koop-Modus immer mega nice. Hat so viel Spaß gemacht. So. Also.
13-7. So, glaubt ihr nochmal, dass Olaf Meister zurückkommt? Das ist eine gute Frage. Also zurzeit ist es vielleicht ein bisschen schwierig, ne? Weil, wie gesagt, die Lineups gerade so ihren Weg gehen und für Olaf Meister da gerade nicht so Platz ist. Ich denke schon, dass Olaf Meister irgendwann wieder zurückkommt. Irgendwie im E-Sports. Vielleicht als Spieler nicht mehr, aber vielleicht in irgendeiner anderen Position. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, was er macht. Ne? So, meine Damen und Herren. 7-13. Und der FaZe Clan führt die Partie weiterhin an. Also MIBA kann die Bombe nicht legen. Es war wirklich sehr schön ausgespielt, aber am Ende ist es hier nicht die Runde. Wirklich. Oh, es wäre so krass gewesen, hätten sie die Runde einfach so krass ausgespielt. Richtige 200 IQ-Punkte. Aber am Ende waren es halt, ja, minus 199 IQ-Punkte. So, es geht nach vorne. MIBA versucht hier über kurz durchzubrechen. Nico kann das immer noch mit der AWP gegenhalten, wird aber hier von KG auseinandergenommen, damit 3-3. Also, sie brechen über kurz durch. Und der FaZe Clan gewährt ihnen hier zu viel Raum. Und das ist natürlich sehr schlecht, weil dadurch konnte MIBA ziemlich gut Richtung Spot auch kreuzfeuermäßig explodieren. So, jetzt wird er natürlich geretaked. Kirby versucht sein Glück über kurz. Einer kommt kurz mit Peak übers Haus. Dann kommt die Flashbang, dann geht man gemeinsam vor. Die war nicht gut getimed, aber kam auch eine gute Gegenflash vom Gegner Richtung kurz. Also Counterflash auf Counterflash, aber Godzilla, den juckt das nicht. Der will jetzt endlich mal hier Zappenduster machen, nämlich irgendwie die Map für sein Team entscheiden. Und das sieht gut aus. Proki wieder mit dem Doppelkill. So, wo ist das Devkit? Es ist dabei. Da sind wir dabei. Viva Diffusia. So. Also, Runde entschieden. Sehr stark wieder von Proki gespielt. Muss man nicht anders sagen. Sehr, sehr gut. Also er ist gerade wirklich an der AWP mit der Impact-Spieler schlechthin beim FaZe Clan, der die Partie hier nach Hause trägt. So, 7-14, eine Runde fehlt für den FaZe Clan, um am Ende das hier in die Overtime zu bringen und dann natürlich auf einem Weg nach Hause zu gehen. Und dann geht's über die Mitte. So, kleiner Fake, der hier ausgepackt wird von Taco. Der Rest versucht jetzt mit Pistole und ein bisschen Waffen, was man da investiert hat, natürlich durchzurennen. Einer hat es Richtung CT-Base geschafft, der Rest kommt in den Pool rein und versucht die Eröffnung. So, Richtung Obst ist man bekannt. Die Waffe, die kann man aber hier gegenhalten. Also Kirby verteidigt hier alles mit seinem Leben. Was geht? Zieht hier nochmal raus. Kann den Kill aber nicht setzen. Und da ist immer noch Nico. Nico zieht es nochmal zurück. Da wird gut mit der Deagle zurückgepöllert. 3-3 Situation. Waffenvorteil bleibt bei FaZe. Sie nehmen hier zumindest erstmal die Waffe raus. Fallen könnte versuchen, an die AWP ranzukommen. Und die gehen safen, oder? Ja, die gehen safen. Also, man geht ja kein Risiko mehr ein. So, und ich denke, man ist beim FaZe Clan jetzt auch nicht in der, in der Situation, wo man auf Teufel komm raus sagen muss, okay, wir müssen die Runde retaken. Also dafür ist das Ergebnis einfach viel zu gut. So, vielen Dank an Lukas und an Bananenbrot für den Follow auf Twitter. Ihr seid die Besten. Danke sehr. Bananenbrot. Sehr einfallsreich. Er hat aber kein Bild drin. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also, Bananenbrot solltest du zuschauen. Bananen-Brot. Bitte mach dir noch ein Bild rein. Weil Bananenbrot als Bild sollte dann schon sein. Ne? So, Freunde. Es geht weiter. 8-14. So.
Also, natürlich dadurch, dass er Facegun gesaved hat, haben sie jetzt nochmal einen ordentlichen Buy. Wie gesagt, sie haben da keinen Stress, jetzt irgendwie großartig auf Teufel komm raus, die Bombe irgendwie zu retake oder zu defusen. Das müssen sie nicht machen. Die Retake-Situation hat man da nämlich unterbrochen. Und jetzt versucht man es halt hier nochmal mit einer Waffenrunde. Die wird aber ganz schön auseinandergefechtet. Und es ist halt nur noch Brokey, der letzte übrig gebleibene Spieler. Der letzte Highlander, der letzte Mann, der hier auf dem Server steht für die Jungs von FaZe, der bringt die AWP noch durch. Also sie wechseln wieder das Tempo, eben was bei MLBA schon sehr gut funktioniert hat, auf Train. Sehr schnell in die Mitte und sehr schnell Richtung B rauszufahren. Das versucht man jetzt hier nochmal auf Inferno, was ja keine schlechte Idee ist. Ne? Schnelles Spiel, kompakt, durchzupushen, ist auf jeden Fall ein legitimes Mittel, um natürlich auch Runden zu holen. Refrag-Verhalten ist das A und O, das muss einfach in dein Blut übergehen. Wenn dich nachts um 4 dein Mate weckt, musst du instant für den Refrag bereitstehen. Ja, und so ist das halt, ne? 9 zu 14. Also, meine Damen und Herren, der FaZe-Clan geht hier nochmal in die Eco. Was anderes bleibt hier noch nicht übrig. Sie haben sogar eine Flashbang für die Mitte dabei. Da wird jetzt reingepiekt auf Information, aber das wird natürlich nichts. Auf Fur kriegt da auf Kante den Headshot. So, safe nochmal oben den Bereich Richtung Apartments. Dann ist die Runde hier eigentlich schon fast vorbei. Godzilla, Kirby und Brokey werden es sehr, sehr schwer haben mit der USP, da nochmal was rauszuholen. Das könnte fast schon die Flawless werden, wenn Brokey da nicht nochmal einen Kick kriegt. Damit holt MIBA langsam auf und das ist Double Digits, die man hier hat. Was natürlich nicht schlecht ist, ne? Also wirklich, Double Digits ist auf jeden Fall eine gute Aufholjagd, die MIBA hier eingeht. So. Und das sieht man einfach. Also ich finde auch, MIBA spielt kein schlechtes Counter-Strike, ne? Aber es sind einfach manchmal diese CT-Seiten, die überhaupt nicht funktionieren. Aber das ist gefühlt schon seit einem Dreivierteljahr so, dass bei MIBA die CT-Seiten über viele Phasen einfach Totalausfälle sind, ne? Und hier hat man auch wieder gemerkt, dass die CT-Seite auch auf Inferno nicht gerade die beste ist. So, hier steht man bereit. Diesmal das Setup erfolgreich. Also, auch der FaZe-Clan kann offensiv spielen. Und das erfolgreich. Und MLBA lässt sich da abfrühstücken. Und das wäre die 15. Runde für den FaZe-Clan und damit schon mal die sichere Overtime. Und damit sind wir sehr nah dran, vielleicht auf eine dritte Map zu gehen oder zumindest in die Overtime. Weil noch lange ist das hier nicht vorbei, Rain wartet aber hier und ich würde sagen, die Overtime, die lässt sich auf jeden Fall schon mal nicht verändern. Sehr schön, der FaZe-Clan, diesmal wirklich mit diesem offensiven Setup oben im Haus, goldrichtig. Nee, negativ. Und kurz auf den Spruch einzugehen, weil hier gesagt wurde, das hat meine Mathematiklehrer gesagt, wenn du um 3 Uhr nachts aufwachst, muss das wie aus der Pistole geschossen kommen. Ich glaube, das ist einfach so ein Mathematiklehrersatz, der auf irgendeiner Tagung jedem beigebracht wird. Du gehst halt, dass du sagst so zu dir selber, ich will Mathematiklehrer werden und du gehst in deine erste Stunde in der Universität. Was passiert? Meine Damen und Herren, schön, dass Sie Mathematik studieren. Regel Nummer 1, wenn Sie Ihre Schüler motivieren wollen, sagen Sie immer, das musst du aber wissen, auch nachts um 3 Uhr muss das aus der Pistole rausgeschossen kommen. Es ist der klassische Mathematiklehrerspruch, wirklich. Wirklich, ohne Witz jetzt. So, es geht bei MIBA über lang. So, die müssen jetzt hier durchpushen und das muss jetzt funktionieren, wie nachts um 3 muss das aus der Pistole rausgeschossen kommen. So, es geht nach vorne, da steht Fallen bereit. So, dann kann man den ersten Kill setzen, also aggressives, kompaktes Spiel soll es sein.
mit einer kleinen Variation, dass man halt versucht, einen über kurz durchzuschicken und damit kann man wieder erfolgreich Raum einnehmen und auch erfolgreich die Bombe legen. Der FaZe-Clan hat wieder sehr aggressiv Richtung Apps aufgebaut. Da muss man auf jeden Fall aufpassen, wird aber von MIBR drauf aufgepasst. So, und damit kann man hier safen gehen, das ist nur noch Nico. Also der MIBR-Tempowechsel wieder ideal. Sportlehrer, sogar meine Oma schafft es. Sehr gut. Nee, aber das war so der typische Mathematiklehrerspruch, ne? Das muss, wenn du nachts um 3 aufstehst, muss das nie aus dem Pistole rausgeschossen kommen. Bla bla bla. Ne? So, was nutzt du heute noch von deiner Mathematik? Gar nichts mehr. So, 11 zu 15. MIBR. Es geht weiter. Und zwar Richtung Mitte. So, Nico auf dem Weg nach vorne. Und Nico versucht jetzt ein bisschen aggressiver die Runde hier dicht zu machen. So, da ist das Aiming natürlich ideal. So, der spielt ja auch ein bisschen den Sam Fischer, wird aber hier von vorn abgefangen. Und der Offensivpush, den man da mit der einen Waffe versucht hat, der ist nicht so ganz aufgegangen. Auch der K kann den Raum Richtung Banane erstmal stabilisieren und damit nochmal diese etwas wackelige Angelegenheit mit Nico, nämlich einfach die Mitte runter zu pushen und zu töten, die konnte man nochmal ziemlich gut eindämmen, aber Proki ist da, Proki. Schade, Mann. Das wäre seine Möglichkeit gewesen, die Runde echt nochmal ins Wanken zu bringen. Am Ende hat man es nicht gebraucht, ist es das 12 zu 15. So, also, mal schauen, was hier möglich ist. So, THK passt auf jeden Fall auf. Und das ist schon wieder eine gute Eröffnung. Sowas wünscht man sich natürlich. Diese Eröffnungen sind immer unglaublich Gold wert Richtung Banane. Weil mit denen kannst du natürlich auch das Leben für den FaZe-Clan sehr schwer machen, weil du halt auch das CT-Setup dann auseinanderziehst. Und wenn du das CT-Setup auseinanderziehst, hast du im Idealfall nämlich eine sehr gute Überzahlsituation. So, ich weiß nicht, ob der FaZe-Clan Bock hat auf Overtime, aber zurzeit sieht es so aus, als würden sie gerne Overtime spielen. Und THK, Fallen und Taco müssen jetzt hier versuchen, einfach irgendwie den Spot zu verteidigen. Sie haben den Raum eingenommen, sie können die Bombe sogar für die Banane legen. Da zu zweit stehen bleiben wäre eine Option. Was haben wir an Granaten noch? Smoke by Cold Zero reicht im Idealfall schon für den FaZe-Clan, um genug Raum zu bekommen und damit zwei Spieler erstmal rauszunehmen. Deshalb muss er MIBR auch so ein bisschen umstellen. Rain ist aber da und das heißt, die Banane ist schon mal unter Kontrolle. Flashbang kommt rein. Die Utility ist natürlich hier das A und O. Und die Utility könnte hier über Sieg oder Niederlage in dieser Runde entscheiden. So, Kozera greift ein. Es ist nur THK. THK mit dem Ersten. THK lebt immer noch. Nein! Lass die Musik weg! Hier wird nicht gespoilert! Mann! 12 zu 15! Wird das 12 zu 16? Du Spoilermann! Und damit GG Webplate, es ist am Ende der FaZe-Clan, der hier das Comeback startet.